Also im 1982 hat mir mein Mann diesen Raum gezeigt und dann habe ich gefunden, das sei ein wunderschöner Raum, da könnte man mehr machen daraus. Wir haben dann gerade sofort eine Eingabe gemacht an den Gemeinderat, wobei der Gemeinderat das abgelehnt hat. Ja, der erste. Dann waren die Wahlen, da kam ein neuer Gemeinderat gekommen, und dann hat es Ja gegeben. Ein Ja hat es gegeben. Und zwar am Juli hat der Gemeinderat geschrieben, es sei in der Ordnung, sie täte jetzt auch, was da so sei, zahlen. Und dann sind wir daher, mit grossem Elan sind wir daher. Und ich glaube, am 20. Oktober ja, ist die Eröffnung gewesen. Sehr viele Leute kamen. Ich war vollkommen überrascht gewesen. Ja, und Freude gehabt. Auftrag vom Gemeinderat, dass wir einen Verein gründet, wenn er den Keller zur Verfügung stellen will. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben Offerten eingeholt. Der Gemeinderat Singer hat Offerten eingeholt. Er hat eine ganz goldige Idee mit dem Boden. Wir haben in Fronarbeit den ganzen Keller gestrichen. Wir haben einen Mauer rausgenommen. Wir haben hinten eine Garderobe gemacht und so sind wir immer mit der Decke sind wir vor allem beschäftigt gewesen. Die hat man müssen oben abnehmen. Das haben wir alles in Fronarbeit gemacht und so sind wir dann eingezogen. Ich bin losgezogen und bin durch Amerika gereist und habe gemalt. Und die Bilder habe ich dann an Partys verkauft und konnte das leben, wenn wir reisen. Dann bin ich zurückgekommen und habe viel zu viele Bilder gehabt. Und dann hat Almi Sänger, meine Mama, gesagt, weil sie hat dort mitgearbeitet hat, im St. Martinskeller, und hat mitorganisiert, hat gesagt, komm, mach ich eine Ausstellung im St. Martinskeller. Und so ist es eigentlich zu meiner ersten Ausstellung gekommen. Bin ich in einen Modus gekommen, wo ich gewusst habe, ich werde schon engagiert in der Kleinkunst. Mir hat aber dann das Gefäß gefehlt, wo ich konnte experimentieren. Und der St. Martinskeller war ideal, weil er nicht so gross ist. Das heisst, du bist als Person, lenkt das schon in dem Raum rein. Du traust viel mehr auszuprobieren. Auf einer grösseren Bühne muss das alles gesetzt sein und ziemlich genau. Und so hatte ich eigentlich eine Plattform, wo ich, würde sagen, zwei Programme schon in der Vorstufe ausprobieren konnte und gemerkt habe für mich, wo es dann nachher lang gehen könnte. Und diese Form finde ich enorm wichtig für alle Künstlerinnen auf dieser Welt, dass sie sämige Orte haben, wo sie genau die Plattform haben, mit einer Unsicherheit, aber Freude an der Arbeit schon mal können zu gehen und zu schauen, was ist es. Thank you.
way to where we met. I found the world does become a friend. Where are the rules and where are the reasons and where are the troubles and where are the rules? Damit dort können andere Begegnungen stattfinden, die sonst vielleicht nicht stattfinden. Und das sehe ich jetzt heute mit dem heutigen Programm, das ihr habt, ja, dass die Begegnungen wieder stattfinden dürfen. Und die Begegnungen, die wären sonst vielleicht nicht möglich, aber dort sind sie machbar. Und das ist das, was mich eigentlich zufrieden macht mit dem heutigen Programm, das wir haben. Bis glückselig!